Gut 30 Jahre nach Ende seiner Karriere bekommt Hans-Bert Mattul in Wernigerode immer noch Autogrammpost. Kein Wunder, schließlich war der ehemalige Lokstürmer Anfang der 70er Jahre Nationalspieler, Europapokalheld und Torschützenkönig in der Oberliga. Begonnen hat er seine Laufbahn bei Chemie Leipzig. Die Leutscher hatten ihn bei einem Testspiel entdeckt. Erster Höhepunkt für den jungen Stürmer, das Pokalfinale 66 gegen Stendal. Achtung, Mattul! Und 1:0. Ja, also das war alles so viel. Also ich war ja im siebten Himmel. So, und ich muss ja meinen Mitspielern noch immer richtig danken, dass sie mich da auch hingeführt haben. 1971 kam es in Leipzig zu einem spektakulären Wechsel. Mattul wechselte von Chemie zu Lok. Dabei hatte der Stürmer ganz anderes vor. Wenn ich Ihnen das erzähle, dann glauben Sie es kaum. Die meisten haben das ja gar nicht mitbekommen. Mattul, mit Chemie gerade abgestiegen, wollte vor seiner geplanten Rückkehr in den Harz noch 2 Jahre Oberliga spielen. Den Funktionären passte das gar nicht. Mattul, Sie versuchen nach Magdeburg zu kommen, Sie versuchen nach Berlin zu kommen, Sie wollen nur Kohle verdienen. Wir bestimmen, wo Sie hingehen. Nach der Saison, Mattul war völlig ahnungslos in den Urlaub gefahren, wurde er ins Zentralstadion beordert und dort mit seiner Zukunft konfrontiert. Sie spielen ab sofort beim ersten FC Lokomotive Leipzig. Ja, es war natürlich dann erstmal auch ein Schock für mich. Ich war ja auch wirklich ein richtiger Chemiker. Ne? Und wir haben ja immer gegen die Lok doch wirklich richtig Feuer gemacht. Und ich hatte ja auch erst gar nicht die Absicht. Also wurde ich gezwungen. Die Anhänger der in herzlicher Rivalität verbundenen Leipziger Mannschaften erfuhren über diese Hintergründe nichts. Für die Chemiefans war Mattul ein Verräter. Ich habe mich einmal ins Stadion zu Chemie gewagt mit meinem Freund Manfred Geisler und es gab einen riesen Tumult, musste die Polizei kommen. Es war riesig, die haben uns umlagert, mit Steinen beworfen und so weiter. Besser wurde es erst in der Saison 73-74 mit dem Siegeszug der Lok-Elf bis ins Europapokal-Halbfinale. Mattul traf im Elfmeterschießen als erster Schütze gegen Ipswich Town, Dramatik pur. 4:3 für Lok, Friese hält, da saß Mattul längst auf der Bank. Man war so kaputt. Körperlich so kaputt, mir kamen die Tränen. Und dann bin ich zum Co-Trainer von Manfred Pfeiffer, habe mich auf die Bank gesetzt. Das darf vielleicht gar keiner wissen heutzutage. Und da habe ich erstmal eine Zigarette geraucht. Unvergessene Momente auch heute noch. Übrigens, wer die Pension von Hans-Bert Mattul in Wernigerode bucht, bekommt zum Kaffee ein paar Geschichten extra serviert.